der Affinity-Van auf der CMT 2020, der Renner. Hier haben sich Menschen wirklich Gedanken gemacht. Der Zuspruch ist riesengroß. Das Fahrzeug wirkt freundlich und lichtvoll und hat viel Raum und Stauraum. Und schöne Lösung, also wenn du länger unterwegs bist als Paar, dann solltest du dir dieses Fahrzeug auf jeden Fall mal anschauen. Mir hat's gut gefallen. Der Affinity Van, die Neuheit auf der CMT 2020. Ich habe gerade mit den Entwicklern gesprochen. Sie haben hier auf der Messe viermal so viel Fahrzeuge verkauft, wie sie gedacht haben. Der Zuspruch und das Interesse ist riesengroß. Also hier seht ihr die L-Küche mit dem Kocher. Und der Spüle. Oh, die Deko verrutscht. Schrankraum hier unten, Technik, ein großer Kühlschrank. Ah, die Getränke für die Messe. Dieses Bett hier, ein schönes Doppelbett, verwandelt sich zu einer Art Sofa. Also das heißt, man kann es nach hinten schieben, damit man hier mehr Platz hat. Und dann kann es auch nach oben fahren. Und dann gibt es hier unten eine Klappe. Kann man hochklappen. Wenn ihr Fahrräder mitnehmt, kann man das Bett hochfahren und da finden die Räder ihren Platz. Hier geht es ins Bad. Auch sehr viele schöne Lösungen. Da verbirgt sich das Waschbecken und hier ist noch ein Spiegelschrank und ihr seht mich. Noch ganz ohne Gimbal. Na. Und die Schränke einfach aufmachen. Ups. Test bestanden. Ah, der schließt so rum. Beide auf. Ah, da muss man mit ein bisschen Kraft. Kleiderschrank. Soft close. Jetzt machen wir wieder zu. So viele schöne Kleinigkeiten, Schubladen und vom Bett her haben wir gesehen, oben drüber noch eine Ablage und ein großes Fenster. Also in dem Van kannst du beruhigt mal ein paar Wochen verbringen. Das Raumgefühl, das Licht, die edlen Materialien. Die machen Freude. Aber der Affinity Van ist nicht nur für zwei, sondern auch für vier Personen. Und dafür haben sich die Entwickler was ganz Besonderes ausgedacht. Das zeige ich dir jetzt. Also erst verschwindet der Tisch. Und dann kommt diese wirklich absolut irre Sitzbank. Das ist das obere Bett. Und jetzt kommt schon das untere Bett. Pompa, fertig. Und ganz wichtig, da unten drunter ist ein riesen Stauraum da und da kommt das Bettzeug rein. Und da hinten ist auch genügend Platz. Also es können wirklich zwei Leute übereinander schlafen. Thank you. Und jetzt geht's wieder weg. How many times did you fold it, this fair? I don't know. It's at least 12,
15 times a day. Also er weiß nicht genau, wie oft er das auf und zu gemacht hat. Ungefähr 12 bis 15 Mal am Tag. Und jetzt extra für euch. Ganz lieben Dank. Thank you. So, jetzt geht's weg. Fold it away. Ja, hier könnt ihr nochmal den Stauraum sehen. Der ist wirklich riesengroß. Das haben sie sich ganz toll ausgedacht. Da unten rein. Tunk. Da unten. Da sieht man's. Toll. Also das Wegfalten dauert ein ganz kleines bisschen länger als das Hinfalten, aber auch nicht so richtig lange. Und schwupps. Und jetzt kommt wieder der Tisch. Super. Thanks a lot. Welcome. Drei Kinder. Drei Kinder sind in der Schwierigkeit. Erste Frage, ruhig, ruhig. Hier wird gerade im neuen Affinity Van das Bett für die Kinder ausgebaut. Man muss es sehen, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Es ist ein Doppelbett. Das ist ja super. Genau, hier wird es gleich gesehen, es ist echt schnell gegangen. Hier ist noch Platz. Hier geht's rein. No. There is a space for bedding. Oh ja. Da unten drunter ist der Platz fürs Bettzeug. Nee, das ist richtig viel Platz. Hier kommen Sie doch rein. Ich gehe dann mit der Kamera in die andere Richtung. So, jetzt geht's wieder zurück. Zurückweg dauert es etwas länger. Und da haben wir schon wieder die Rückbank. Jetzt kommt der Tisch. Wir sind im Affinity Van. Gibt es als Automatik auf Fiat und sonst als schaltgetriebene Wagen. Auf Peugeot. Hier hinten das Bett kann man hochfahren. Sehr schöne Küche, edel gemacht, Platz für vier Personen. Isofix wird noch dran gearbeitet, damit es auch arbeitet. Es ist sehr offen, über noch ein großes Fenster. Sehr schön und sehr großes Interesse hier auf der Messe. Der Affinity Van, das ist ein echter Fund auf der CMT 2020. Die ersten Fahrzeuge werden in 6 Monaten lieferbar sein. Es gibt sie auf Peugeot als Schaltwagen und es gibt sie auf Fiat als Automatik. Das Interessante ist, es ist ein Vollpreissystem. Das heißt, du orderst das Fahrzeug und es ist schon alles drin. Und der hinter mir hat eine Lösung für 4 Personen, ist aber auch ganz klasse für Paare, die zu zweit reisen und sich ein bisschen was Besonderes leisten wollen und ein bisschen Platz im Van haben wollen und verschiedene Bereiche. Das Fahrzeug punktet mit absolut tollen Lösungen. Hallo, ich bin Katja und ich bin unterwegs im Kastenwagen zusammen mit meinem Mann und ich blogge als Hinfahren, also www.hin-fahren.de. Bei mir findest du tolle Reiseberichte und Tipps zu Kastenwagen und Wohnmobil und natürlich zum Camping, weil das mache ich schon über 50 Jahre lang, auch wenn man es mir nicht ansieht. Tschüss!